So, in diesem Video möchte ich einmal ein Beispiel machen für die Berechnung einer Unter- und einer Obersumme. Das Beispiel ist hier diese sehr einfache Funktion. Man erkennt natürlich schnell, dass das die Funktion f von x. Das ist einfach die Identität, also f von x gleich x. Und die Fläche, um die es geht, ist einfach diese hier. Und das ist nicht unschwer zu erkennen, dass es einfach ein Dreieck ist. Und wir wissen, was die Fläche von diesem Dreieck ist, ja, weil wir sehen hier, das ist die X auf der X-Achse, das ist halt hier ist die 1, das heißt, hier ist das auch 1, ja, und die Fläche, die wir da einfach ausrechnen können, ist nach den Gesetzen, die wir in der Schule gelernt haben, einfach 1/2 mal 1 mal 1. Das heißt, da kommt also 1/2 raus. Wir wissen, dass diese Fläche hier 1/2 ist. So, jetzt gucken wir mal aber an, was denn wohl bitte schön Unter- und Obersumme hier ergeben würden. Und da haben Sie ja in dem vorherigen Video gelernt, okay, wenn man Ober- und Untersumme ausrechnen möchte, braucht man erstmal eine Zerlegung. Ja, wir fangen mal auch mit hier mit dem ganz einfachen Fall an, dass wir eine Zerlegung haben und ich nenne die mal gleich Zn und die sei mal äquidistant. Nochmal, äquidistant bedeutet ja, dass die Intervalle alle gleich groß sind. Und wenn ich hier den Index n ranschreibe, bedeutet das einfach nur, dass ich in diesem Fall n Elemente haben möchte. Das heißt, in n Intervalle. Das heißt, in diesem Falle muss ich dieses Intervall, das Intervall, um das es geht, ist ja das Intervall von 0 bis 1, aufteilen in genau n Teile. Ja, und das heißt, diese Zerlegung, um die es geht, hat genau diese Werte. Das ist also 0 und dann habe ich ein Entel, zwei Entel, drei Entel und so weiter, bis natürlich n minus 1 Entel und n durch n, was ja nichts anderes ist als 1. Ja, also das ist mal meine Zerlegung. Und wenn das meine Zerlegung ist, ist eben halt die Frage, was ist jetzt denn bitte schön die Untersumme, ja, von Zn und f und was ist die Obersumme? Ja, und um diese Befragung wollen wir uns mal dann kümmern. Ja, und dann lesen wir mal los. Vorher machen wir noch mal ein kleines Bild, um einfach mal zu gucken, was eigentlich dabei rauskommen müsste. Ja, ja, also wir haben ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal als Beispiel uns mal daher nehmen, n gleich 5. Ja, habe ich hier schon mal die Striche gemacht. So, für die Untersumme müsste ich mir jetzt immer dieses Intervall hier nehmen, dieses allererste hier. Ja, und nach dem kleinsten Wert suchen. Da muss ich nicht lang gucken, das ist dieser hier. Das heißt, das erste Rechteck, was ich hier malen würde, hätte genau die Fläche, die Höhe 0. Das zweite Rechteck, was ich malen möchte, müsste ja hier irgendwie so aussehen, weil es natürlich wieder da an dieser unteren Ecke hier anstößt und so weiter. Ich habe also immer meinen Funktionswert auf der linken Seite des Intervalls. Ja, das ist also die Erkenntnis, die ich da haben muss. Ja, und das male ich jetzt gerade krumm und schief. Das muss ich gar nicht, denn ich habe das schon vorbereitet. Hier sind die Bilder weniger krumm und schief, sondern eben halt richtig gut. Hier sehen wir also die Untersumme, ja, also für den Fall, dass n gleich 5 ist. Ja, dass wir hier tatsächlich eben das erste Intervall haben, aber da die Fläche, die hier eingeschlossen wird, ist eben halt 0, weil die Höhe 0 ist das hier der tiefste Punkt der Funktion ist auf diesem Intervall. Hier finde ich auch wieder den tiefsten Punkt der Funktion auf diesem Intervall am linken Rand, hier wieder am linken Rand, da linke Rand, da linke Rand. Und wenn ich die Obersumme angucke, spiele ich das Spiel andersrum. Ich gucke mir das Intervall ja an und suche nach dem höchsten Punkt. Und den finde ich ja immer am rechten Rand dann hier. Also da, rechter Rand, rechter Rand, rechter Rand, rechter Rand. So, jetzt sehen wir also schon, okay, weil diese Funktion so fürchterlich leicht ist und ich wieder das Ganze zur Zerlegung gewählt haben, ist es tatsächlich so, dass im Prinzip diese Flächen hier, wenn ich mal diese hier rauspicke, ja, natürlich, die finde ich ja irgendwo wieder. Das ist ja genau dieselbe Fläche wie hier. Ja, warum ist das dieselbe Fläche? Weil die Breite ist ja immer jeweils ein Entel. Ja, aber der Punkt, den ich sozusagen als Referenz nehme, ist hier einmal der linke Rand, hier der linke Rand und hier ist halt der rechte Rand. Das heißt, die Untersumme unterscheidet sich von der Obersumme nur um genau dieses Rechteck hier. Ja. Dieser Balken ist also der Unterschied zwischen Unter- und Obersumme. Okay. Ja, und alle anderen Balken tauchen in der Untersumme auch auf. Das ist also der Unterschied zwischen Unter- und Obersumme. Klar ist also wieder, ja, was hatten wir schon im letzten Video schon gesehen, ne? Untersumme muss also wieder klein gleich. So, jetzt versuche ich mal konkret die Untersumme auszurechnen. Also die Untersumme von z
N und F. Ja, und da muss ich einfach in der mir angucken, was ist eigentlich nochmal die Definition. Die sieht ja so aus. Das ist ja die Summe. J läuft von 1 bis n. Und dann habe ich hier xj minus xj minus 1. Ja, das war ja die Breite des jeweiligen Rechteckes mal und jetzt die Höhe. Die Höhe war ja im Falle der Untersumme das Infimum von f von x und x ist aus dem j im Intervall. Ja, das müssen wir ausrechnen. Ja, ist aber gar nicht so schwer. Warum? Weil die Funktion so schön einfach ist und wir eine äquidistante Zerlegung haben und alles in dem Sinne schön einfach gewählt ist. Ja, in diesem Falle muss ich also die Summe von j bis 1 rechnen. So, was ist xj? Was ist der j-Wert? Ja, das hier ist x0, das ist x1, das ist x2. Das ist eben halt 0 durch n, das ist 1 durch n, das ist 2 durch n. So, spätestens jetzt weiß man, okay, x2 ist 2 durch n, also ist xj nichts anderes als j durch n. Ja? Und xj minus 1 ist nichts anderes als j minus 1 durch n. Schön, mal. Und jetzt muss ich mir angucken, was ist das Infimum von f von x auf dem Intervall j. So, was ist denn jetzt der kleinste Wert, wenn ich mir jetzt dieses Intervall rauspicke hier? Das ist i3. Verzählt, i4. Ja, also das ist i4. So, da gucke ich mir also an. Ich muss mir ja, weil ich die Untersumme ausrechne, den kleinsten Wert nehmen. Ja, der Funktion. Das ist aber hier eine monoton steigende Funktion. Ja, sie steigt ja. Und wenn ich dann also nach dem kleinsten Wert auf einem Intervall suche, muss ich einfach nur den ganz linken Wert nehmen. Ja, der ganz linke Wert, welcher ist das? Das ist in diesem Falle x3. Ja, das ist also, wenn ich i4 habe, nichts anderes als der Funktionswert von xj minus 1. Warum? Weil monoton steigt. So, okay, jetzt rechne ich das einfach aus. Ja, und gucke, was da wohl so passiert. Ja, j gleich 1 bis n. Und dann habe ich hier j durch n minus j minus 1 durch n. Das ist nicht sehr schwer zu verstehen, dass das einfach 1 durch n ist. Ja, das heißt, das habe ich besonders leicht ausgerechnet. Ja, also das ist 1 durch n mal, und das ist nochmal der Funktionswert von xj minus 1. Das ist ja, weil es die Identität ist, ist es einfach j minus 1 durch n. So, gut. Naja, dann habe ich, ja, das n ist ja hier jeweils im Nenner und ist eine Konstante, kann ich also rausziehen aus der Summe. Da habe ich also 1 durch n Quadrat und dann die Summe j läuft von 1 bis n und dann jeweils als Summand habe ich j minus 1. So, das ist dasselbe wie, weil wenn ich mir jetzt j gleich 1 einsetze, ist die erste Summand 0. Das ist dasselbe wie 1 durch n Quadrat und dann habe ich Summe j läuft von 1 bis n minus 1 j. Ja, kann man sich kurz überlegen, dass das dasselbe ist. Ja, man muss sich sozusagen nur überlegen, dass der erste Summand hier mit j gleich 1 dasselbe ist, der ist halt 0. Das heißt, wir summieren von 1 bis, wenn ich hier das n einsetze, bis n minus 1. Ja, das ist also diese Summe hier. Und diese Summe kennen wir dank des Herrn Gauss sehr, sehr gut. Und das ist ja eine übliche Aufgabe, wenn man Induktionsaufgaben macht, Induktionsbeweise auszurechnen, dass das dasselbe ist wie n minus 1 mal n geteilt durch 2. Ja, so, da gab es diese schöne gaußsche Summenformel für. So, und jetzt habe ich hier das n. Ich habe hier ein n Quadrat im Nenner, das hebt sich wunderschön weg. Also, was überbleibt, ist an dieser Stelle nur noch n minus 1 halbe. Kann ich noch ein bisschen schöner ausdrücken? Hoppla, da habe ich natürlich ein n vergessen. So. Ja, also hier habe ich n Quadrat und hier kürze ich mit dem ein n. Dann habe ich natürlich hier noch ein n im Nenner. Das habe ich also n minus 1 geteilt durch 2n. Das kann ich auseinanderziehen, einfach nur, weil das ein bisschen schöner wird. 1 durch 2n. So, und das hier ist dann einfach ein halb minus 1 durch 2n. So, das kriegen wir raus, wenn wir die Untersumme haben. Ja, und das ist interessant, weil, warum?
Wenn wir uns jetzt überlegen, das ist eben halt die Fläche, die hier grau schraffiert ist. Und wir haben das ja parametrisiert nach der Zahl n. Das heißt, wenn ich die Anzahl der Rechtecke groß wähle, dann werden die Rechtecke schmaler. Ja, wenn ich mir einfach vorstelle, ich halbiere das jetzt hier. Ja, ich male das mal einfach nochmal in grau dazu. Wenn ich das halbieren würde, würde es ja so aussehen. Dann käme ja diese Fläche noch dazu. Ja. Der Fehler wird also immer kleiner. Und wenn ich nochmal halbiere, dann würde ich das so aussehen. Ja, und dann wird also immer klarer, dass die Fläche der Fehler, den ich mache, immer kleiner wird, immer, immer kleiner wird. Und dass, wenn ich jetzt also n besonders groß werden lasse, dass das eigentlich gegen den richtigen Wert gehen müsste. Ja, und das steht da auch. Ja, wenn man sich das einfach mal kurz überlegt, was ist denn Limes n gegen unendlich der Untersumme von Zn und f? Ja, kann man hier besonders leicht sehen. Das ist nichts anderes als der Limes n gegen unendlich und dann 1/2 minus 1 durch 2n. Und das ist natürlich kein Hexenwerk, das ist einfach 1/2. Das heißt, wenn ich jetzt n groß werden lasse, ins Unendliche gehen lasse, kommt da genau 1/2 raus. So, das war jetzt die Untersumme. Und jetzt ist das nicht mehr ganz so spannend, was wir noch rauskriegen müssen, die Obersumme. Und das mache ich jetzt mal nicht im Detail, das können Sie selber ausrechnen. Warum? Weil was ist eigentlich anders? Wenn ich jetzt hier die Obersumme mache, dann ist eigentlich im Prinzip nur dieser Term hier anders. Ja? Das ist das Inf statt des Infimums habe ich bei der Obersumme dann halt das Supremum. Und wenn ich hier das Supremum habe, suche ich hier nicht den Wert ganz links, sondern den Wert ganz rechts. Das heißt, hier aus dem xj minus 1 wird einfach xj. Und dann habe ich hier nicht diese Summe hier, sondern die Summe über die j. Und dann habe ich an dieser Stelle plötzlich hier nicht mehr das minus 1, sondern ein plus 1. So, also jetzt sind Sie gefordert, sich das nochmal hier sich anzugucken, wie ich die Untersumme ausgerechnet habe. Und Sie sollen jetzt mal die Obersumme ausrechnen. Und worauf Sie kommen müssten, ist, dass die Obersumme von Zn und f dasselbe ist wie 1/2, ja, dass die Rechenwege sind fast identisch, ja, plus 1 durch 2n. Ja, und auch hier ist dann klar, dass der Limes von der Obersumme, wenn ich n gegen unendlich laufen lasse, dass der natürlich auch wieder 1/2 ist. Ja, das heißt, Ober- und Untersumme nähern sich, wenn n gegen unendlich geht, gegen denselben Grenzwert an, und das ist tatsächlich genau die Fläche, die wir approximieren wollen. So, und dann kann man noch mal kurz überlegen: Hey, wow, was war jetzt hier noch mal die Unterschied zwischen Ober- und Untersumme? Das war ja genau dieses hellblaue Stückchen hier, ja, dieses hellblaue Stückchen. Und da kann man sich überlegen, wie groß ist denn das eigentlich? Das hat ja immer per Konstruktion immer die Höhe 1. Und das hier hat per Konstruktion immer die Fläche 1 durch n. Das heißt, dieses Stück hier, was der Unterschied zwischen Ober- und Untersumme ist, das ist immer genau 1 durch n. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier steht. Ja, hier steht 1/2 minus 2n und hier steht 1/2 plus 2n. Ja, was ist der Unterschied? Ja, genau eben halt 1 durch n. Ja, und das heißt, das passt alles wunderbar. Und an dieser Stelle soll das mal als Beispiel für die Ober- und Untersumme gewesen sein. Ich mache gleich noch ein anderes Beispiel noch hinterher im nächsten Video, wo wir dann mal sehen, dass es das auch ganz anders laufen kann. Ja, hier war es sehr schön einfach und es kann aber auch in Anführungsstrichen sehr verrückt laufen, sodass Unter- und Obersumme gar nicht identisch sein müssen. Aber das mache ich im nächsten Video.